Morgen, lass doch heute wieder unser Bestes geben. Echt jetzt? Das ist die Basis von diesem Team Epic? Hier ist absolut nichts, tote Hose. Echt trostlos findet ihr nicht. Geradezu deprimierend. Pah, welches Retterteam hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Oh, sieh mal, ein Briefkasten. Hätte ich's in so einem Loch nicht erwartet. Stimmt. Lass sie nach, was drin ist. Hey, was fällt euch ein? Volltreffer, wenn das mal keine Rettungsaufträge sind. Haha, entzückend. Steckt sie allein. Halt! Die sind für uns bestimmt. Finger weg. Ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Das ist unser Trick. Mehr Schein als Sein. Aber das bleibt unser Geheimnis. Uns geht es nur meins, die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Hab ich mich da gerade verhört? Nein, nein, du hast schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Taster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Und ihr wisst. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel. Der Name ist Programm. Im Englischen heißen wir Team Mini. Wir sind das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Dummbacken. Jetzt warte mal eine Sekunde. Weg sind sie. Was für Ekelpakete. Echt so. Oh nein, der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Blub, blub. Nicht alles. Klonk. Da hatten wir Glück mit Unglück. Glück im Unglück. Pelipa hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weitere Pokémon retten. Diese Typen! Wenn die uns nochmal unterkommen, sollten sie sich besser warm anziehen. Ja, ich verstehe dich, Pikachu. Radfratz wurde unfair angegriffen. Egal wer, ich bin die Hilfe. Okay. Mysteriöse Dungeons? Nummer 4. Wenn dein Retterteam in einem Dungeon besiegt wird, verlierst du Items und all das Geld, das du beide trägst. Sei also stets auf der Hut, wenn du dich ins Abenteuer stürzt oder zu einem Rettungsauftrag aufbrichst und nutze das Kangama-Lager, wann immer du Items sicher lagern kannst. Ja. Finde Freunde mit dem Knuddeluff-Orb. Mit einem Knuddeluff-Orb kannst du auch in Dungeons Retterteam-Camps erschließen. Und weil wir uns nicht lumpen lassen, schenken wir dir gleich ein Exemplar, was ich gerade erst für 200 gekauft habe. Stell dir vor, du triffst in einem Dungeon ein Pokémon, das sich deinem Team anschließen will, doch du besitzt nicht das passende Camp dafür. Kein Problem, denn jetzt das Remake kann dich in die Arme packen. Denn mit einem Knuddeluff-Orb und dem nötigen Kleingeld kannst du im Nu gleich vor Ort ein Camp erschließen. Die Steuern musst du aber zahlen. Und auch die Versandkosten. Okay, cool. Machen wir doch mal weiter. Bei der seltsamen... Ne, das ignoriere ich jetzt. Seltsame Höhle, wir haben nämlich zwei Aufträge diesmal hier. Da waren wir noch nicht. Seltsame Höhle, die Gegner in diesem Dungeon scheinen sehr stark zu sein. Also bereite dich gut vor. Wenn du dir noch unsicher bist, dann trainiere zuerst etwas mehr in anderen Dungeons oder im Nakuhita Dojo. Nö, das passt schon. Haben wir so jemanden Begleiter? Oh, egal, Mama. Ja, das war Mama. Das ist ein neuer Dungeon. Den kenne ich nicht. Neue Musik vielleicht? Oh, das ist die Musik. Das ist die. Ich habe mir das echt noch einmal angeguckt. Das ist die. Das ist eine. Diese Musik, die wir gerade hören, das ist anscheinend eine Anspielung an Portale in die Unendlichkeit. Das ist der dritte Teil. Der da vor dem letzten Teil kam. Wie auch immer. Der Auftraggeber Taubsi ist auch von der Partie. Die Musik ist aber echt geil. Nur leider habe ich den Pokémon bis zum Dungeon Teil noch nicht so lang, noch nicht so weit gespielt, dass ich diesen Soundtrack erkennen kann. Aber für die den Portal in Unendlichkeit schon gespielt haben, ich werde es auch mal spielen. Die können mir gerne mal ein paar Infos zum Spiel sagen oder zum Soundtrack.
den wir gerade hören. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Der ist echt cool. Gefällt mir. Und Pipi. Samenbombe! Komm, kill es! Was? Oh, es ist verwirrt. Nice. Ein Rihorn. Nee, was habe ich? Rihorn. Bin ich dumm? Ein Nidoran männlich. Aber es sieht von vorne irgendwie aus wie Nidorino. To be honest. Aua! Es hat Stärke. Also, Push meine ich halt damit. So, weiter runter. Nice, dankeschön. Okay, mittlerweile mag ich den Speed-Modus etwas mehr als vorher, aber immer noch nicht der Beste. Ah, da ist Radfratz. Warte, kriegen wir dann Taubsi in unserem Team? Da war doch was. Oh, das wäre nice natürlich. Aua. Ah, aber ich finde es cool, dass es hier etwas schwerer wird. Das macht Bock. Oh, Magnetilo! Beep, beep. Level 8. Ein höherer Level. Cool. Die Musik ist aber echt cool. Ich weiß noch nicht, ob das so gut passt, aber... I'm having a good time. I'm enjoying this, so I don't care. Ah, noch so ein Radfratz. Ja, nicht so gut. Komm, kill schnell. Als ob es noch lebt. Ja, danke. Yes! Danke, Leute. Ich mag die Musik, die ist cool. Zweige. Wenn du einen Zweig schwingst, wird in diese Richtung eine mysteriöse Kraft abgefeuert. Zweige haben je nach Art verschiedene Effekte. Das ist ein Zauberstab, oder wie? Und das ist irgendwie gebogen wie so eine Zuckerstange. Da man mit ihnen Gegner aus der Ferne treffen kann, sind sie äußerst praktische Items. Okay. Ich weiß halt nur leider nicht, wo der Klient jetzt ist. Hier ist er nicht. Oh mein Gott. Bam! Nein, warum geht Taubsi dahin? Oh, die haben echt gelogen, als sie gesagt haben, die sind viel stärker. Meine Güte. Also, ich sag ja, später im Spiel sollte man nicht einfach random irgendwelche Attacken einsetzen mit A. Hm, im Kampf haben sich Nidoran männlich und Team Epic angefreundet. Nidoran männlich will anscheinend mitkommen. Möchtest du gemeinsam mit Nidoran männlich das Abenteuer fortsetzen? Ja! Mitstreiter Pokémon, die mit dir ein Abenteuer bestreiten können, Mitglieder deines Retterteams werden, sofern sie, also können, Mitglieder deines Retterteams werden, sofern sie unversetzt sind, wenn du das Abenteuer abschließt. Ja, also das heißt, wenn Nidoran jetzt aber noch irgendwann sterben sollte und ich kann ihn nicht heilen, dann kriege ich ihn trotzdem nicht. Ich muss das den Dungeon beenden. Du benötigst dafür allerdings Camps, in denen sie danach warten können. Du hast noch kein Camp, in dem sich Nidoran niederlassen könnte. Da muss ich erstmal meinen Knuddeluff-Orb einsetzen. Einsetzen! Von irgendwoher tönt Knuddeluffs Stimme. Willkommen beim Knuddeluff-Kampf-Kiosk! An welcher Liste? Nicht der Liste. Pokémon-Liste. Nidoran männlich, bitte. Savanne, 600 Poké-Dollar. Ja. Tralala, Camps, hurra, wir haben Masse alle da. Tada! Oh, kein Blitzen, egal, passt. Nice. Erreicht. Obwohl, Taubsi können wir mal schon mal nachschauen. Abflugwald. Kommen wir dem auch nochmal. Warum nicht? Tada, tada, tada. Nice. Oh, reicht. Achso, nein. Offen. Okay. Nice. So, wo ist unser Klient? Die Ampelleuchte ist echt krass. Bam! Nice. Aber ich finde es echt anstrengend, mit mehr als 4 Pokémon in den Dungeon zu gehen. Deshalb möchte ich das eigentlich vermeiden, to be honest. Aber Magnetilo will ich drinnen bleiben. Ja, lassen.
Rampenlicht. Cool, das Pummeln wird zum Hauptziel aller Gegner. Es löst dabei andere Pummeln. Lass mich in Ruhe, du Blödmann! Was? Okay, bin ich kein Köder mehr. Da ist der Klient. Beide schlafen, super. Yes! Radfratz gefunden! Nice! Danke, komm ich bitte zur Polyperboss. Okay. Tschu. In diesem Dungeon gibt es noch eine... Möchte ich den Dungeon trotzdem... Nein. Ich möchte den Dungeon abschließen. Ich weiß nicht, wie lange der geht, aber wir werden ihn abschließen. Das ist mein Ziel. U3. Ich mag die Musik wirklich sehr. I'm enjoying this. Wachstum. Was? Apo? Was? Apo? Das heißt Red! Hä, warum steht da Apo? Magnetile, was ist los bei dir? Oh! Welche Attacke denn? Ach, Ampelleuchte. Ach, ist okay. Fürs Erste. Ist okay. Uah. Zack. Komm schon, stirb. Hör auf. So, schnell hier, zack. Weiter geht's. Gehen wir hier lang. Oh Gott. Schlammbad? Ja, nicht schlecht. Aber nochmal Schlammbad. Und nochmal Schlammbad. Nice. Stop. Ich habe noch nie so viel Glück gehabt. Das ist eigentlich mega selten. Mirabla will sich ja anscheinend mitkommen. Ja klar, warum nicht, Bro? Komm einfach mit. Was? Als ob ich noch kein Camp habe dafür. Und ich habe gerade... Dann setzen wir nochmal das Orbchen ein. Willkommen. Ich möchte gerne ein Camp. Nein, nicht aus der Liste. Da gibt es nämlich so viele, wie ihr sehen könnt. Aus der Pokémon-Liste. Über Mirabla. Den Dschungel für 500. Ja klar, warum nicht? Tada! Nice. Ich würde es eigentlich erstmal lassen. Oh, Panzer Aeron wäre doch interessant. Oh, das lassen wir erstmal. Oder? Ach, verdammt. Guck mal, wie viele Pokémon-Listen es gibt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich nur bis Gen 4 die Pokémon. Egal. Ja, lassen wir es erstmal lieber. Ich wollte nur schon mal das Camp hier holen. Erreicht. Fürs Erste. Hier ist die Treppe. Die Treppe, 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 die Treppe. Rein da. Yes. U4. Oh, oh. Okay. Ein Galopper ist am Schlafen. Doch jetzt wäre... Nein! Igelsam. Es muss schnell sterben. Nein! Nein! Bruder, 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 hör auf, hör auf, hör auf! Warum setzen die Pflanzenattacken ein? Ich bin dumm. Sorry, Leute. Oh, danke, Pikachu. Du hast mich gerettet. Oh, hier ist richtig viel Money. Was macht Yugong hier? Ich habe noch nie einen Yugong hier gesehen. Okay, ich war ja auch noch nie. ja, Rankenhieb. Nice. Pikachu, bitte aus dem Weg. Oh, wenn ich Pikachu wegdrücken muss, dann habe ich das... Glaube ich, muss ich auch ganz viel Hunger haben dadurch. Was auch immer. Okay, da kommt ein Gegner auf mich zu. Hey, mein Freunde. Zack. Hab gehört, du gehst jetzt down. Roll mich doch nicht rein, du kleiner Blödmann. Bam, und du bist down. Oh, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe, die Treppe. Oh, die, oh, oh. Kill es. Das reicht mir jetzt, Kräfte Sonne.
Bam! Oh. Oh. Bieben muss alles regeln. Ein Apfel geben. Mampf, mampf, mampf. Oh, ich will auch ein Wieso haben. Wieso will mitkommen? Was? Das gibt es nicht. Warte, warte. Tritt ein Teammitglied auf eine Falle, will diese da. Okay. Bitte, bitte, bitte habe ich das. Ich habe das Camp! Oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hatte noch nie so viel Glück. Oh oh. Wieso, was hast du vor? Der Sturm hatte mal gar keine Chance gegen mein OP-Team. Oh Gott, da kommt ein Boomer auf mich zu. Magnetilo, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mein Freund. Bam! Wie du meinst, ne? Schlaflos. Okay, komm, stirb. Nein, nein, hallo! Das ist echt nicht einfach, aber das ist cool. Ich sag das so nicht, das ist cool. Ich heil mich mal lieber. Was? Das heilt nicht den Hunger dazu ein wenig? Okay. Ich hab... Einen Apfel habe ich noch. Ich weiß nicht, wie lange der Dungeon geht. Ich krieg richtig Angst gerade. Oh nein, da kommt ein Pokémon unten. Ein Kikli? Igelsam. Okay, nice. Oh, nein! Belebersam. Angreifen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, hör auf. Alter, was? Belebersam, Mini. Yes. Kill ihn. Oh Gott. Pikachu kriegt Level 10. Aufgestiegen, jetzt bin ich noch stärker. Ruckzuckhieb erlernen. Mhm. Natürlich darfst du gerne Ruckzuckhieb erlernen. Du hast ja auch keine besseren Attacken momentan schon. Ich muss aufpassen auf der Map, von wo Pokémon kommen. Ups. Oh Gott, da kommt einer. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Oh, oh, oh Gott. Nice. Oh mein Gott. Was? Was? Ich hatte noch nie so viel Glück. Das ist übertrieben. Was zum Teufel? Und ich muss B gedrückt halten. Und dann darunter gehen, damit das nicht... Alter. Was? Oh nein. Ich sollte den Dungeon lieber verlassen, sonst habe ich alles wieder verloren. Es ist unglaublich, was hier gerade passiert. Oh mein Gott. Was? Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist gerade passiert? Richtig gelaggt, habt ihr es gesehen? Das Sperrke voll gelaggt. Apo, verdammt. Ich bin jetzt auch ein Apo. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. Wie lange geht denn das? Die ganze Folge besteht daraus. Du hast ein kampfunfähiges Pokémon. Ganz ehrlich. Gibt es die irgendwo? Habe ich noch irgendwann. Ach, ich habe hier noch einen Auftrag. Bring mich zu Sonnenkern U7. Und wir sind U6. Okay, machen wir noch bis U7 hier und dann hören wir auf. Der Dungeon ist doch cool und so, aber. Reicht. Reflektor. Oh Gott, ich krieg Angst vor dem Vieh. Das macht zu wenig. Nein, nein, bitte nicht. Ich bin jetzt sowas schon da.
Voltoba hat negative Zustände bei einem Mitstreiter bemerkt. Ja, kannst du gerne machen, du. Danke. Was? Hä? Was? Nein! Was passiert hier? Das ist so viel auf einmal. Bam! Oh, oh, oh. Stirb! Kacke, Mann! Hab gesagt, stirb! Stirb? Bitte? Kannst du machen. Mein Gott. Alter. Was ist das hier? Ich habe keine AP mehr. Levelaufstieg. Für mich, Level 14. Das ist so verrückt, die Folge. Oh nein, da kommt noch einer. Oh nein. Top-Ether. Trinken. Ich. Oh, es geht nur für eine Attacke. Samenbomben. Ich habe keine Steinchen. Okay. Achso. Ich bin dumm. Zack. Ah, ist das ein Nebulak? Es ist ein Nebulak gewesen, oder? Ich glaube schon. Oh, ich würde gerne die Treppe runtergehen, aber können wir noch nicht. Oh Gott, da kommt ein Gegner. Da kommt ein Gegner. Noch nicht. Okay. Da bist du. Komm her. Komm her. Was? Was ist denn das andere? Ich habe keinen Apfel. Was mit dem Platz zu machen? Verdammt. Das ist ja echt alles schwerer, als ich dachte, dieser Dungeon. Die haben echt nicht gelogen, als sie gesagt haben, der Dungeon ist nicht einfach. Ich dachte echt so, das ist nur so gesagt. Aber nein. Oh Gott, nein, das war's. Das war's. Ich hab's zu spät gemerkt und jetzt werden die... Ja. Irgendeiner wird hier drauf gehen. Doch nicht, doch nicht. Doch, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Nein! Leute, lasst mich durch! Lasst mich durch! Oh Gott. Macht mir so viel Angst, Jungs und Mädels. Oh Gott, nein. Oh, da kommt einer. Alter, was mache ich hier? Oh Gott, eine sehr interessante Folge bisher auf jeden Fall. Horrorblicke, kann ich fliehen? Ja, das könnt ihr selber alles lesen. Was? Jetzt. Ist Horrorblick zu Ende. Oh, als ob ich Hunger bekomme. Bitte nicht. Bitte bekomme ich jetzt keinen Hunger. Das könnte mich antun. Okay, sorry Weberak, ne? Aber wir können nichts für dich tun. Oh Gott. Hä? Okay, lass mal Weberak hier. Ich kann nichts machen, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ich kann nichts machen, ich habe keinen Apfel. Da, das ist das Ende. Nur weil ich muss zu Sonnenkern. Ja, und dann haben wir es geschafft. Oh nein, oh nein. Egelsam. Oh Gott. Ich weiß, ich lese gerade nicht so viel vor, aber ich will die ganze Folge eigentlich nicht damit hier verwenden, aber muss ich wohl. Okay, unten kommen welche. Und mein Bildschirm ist ausgegangen. Super. Passiert. Ach Gott. Was ist das hier für eine Folge? Komm. Wir retten dich und das war's. Ach so, Taubsi muss direkt daneben sein. Jetzt. Yes. Yes. Oh Gott, bitte sag mir, ich muss den Dungeon weitermachen. Das ist zu viel für mich. Bitte. Alle weg hier. Bzium, bzium. Das ist zu wenig. Ja. Yes, alle werden mitgenommen. Oh mein Gott.
Okay. Ja, Nidoran darf gerne mitmachen. Männlich. Spitznamen. Guck, was passiert hier? Wollen wir Nidoran männlichen Spitznamen geben? Wir nennen ihn mal Bro. Yo, Bro. Das ist mein Bro. Ja, es ist Bro. Mirabla will mitmachen. Gerne doch, gerne, gerne. Und natürlich muss ich Mirabla Weedy nennen. Es muss sein, es tut mir leid. Ich muss es Weedy nennen. Aber das ist männlich oder weiblich? Ach, egal, wird trotzdem Weedy genannt. Weedy. Weedy, yes. So, Visor. Wow, das Pummel verfügt auch noch über das Talent Entschärfen. Ja, das tue ich ins Team. Da habe ich Bock zu. Visor. Ich nenne es Wizzle. Ist mir gerade so eingefallen. Wizzle hört sich cool an. Wizzle, Wizzle. Ja, ja, Wizzle, Wizzle. Voltoball, ja. Noch nicht. Nein, ich wollte. Danke, dass du mich zum Sonnenkönig gebracht hast. Hier bitte deine Belohnung. Nice. Das war nicht alles. Taubsi ist tief beeindruckt und tritt Team Epic bei. Beliebtheit. Nice. Wie wollen wir es nennen? Das ist ein besonderes Taubsi. Es ist beliebt. Ein beliebtes Taubsi. Ich habe keine Ahnung. Wir nennen es erstmal nur Taubsi. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So, danke, dass du Radfratz gerettet hast. Intensivticket S. Und 50 Retterpunkte. Brumm. Die Hälfte haben wir. Für einen neuen Rang. Ja, das reicht definitiv für heute. Am nächsten Morgen. Guten Morgen. La 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 la. Pikachu? Ah, da bist du. Hi, Pika. Mike, Pika! Huch, wer hat das denn gesagt? Oh, hallo, Raupi, wie geht es dir? Bitte, bitte hilf meinem Freund. Was ist denn los? Also, mein Freund Safkon und ich haben im Wald zusammen Verstecken gespielt. Und da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Der Arme wird jetzt bestimmt immer noch ganz allein im Wald umher. Na, 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 das klingt ja gar nicht gut. Oh je, ihr seid immer noch hier. Nur keine Angst, wir sind hier, um deinen Kumpel Safkon zu retten. Warte mal, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Glaubt ihr Amateure wirklich, ihr hättet auch nur die geringste Chance? Was sagst du da? Wer dir jemanden rettet, spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass die Röter am Ende als Held dasteht. Hör mal, Raupi, was hältst du hiervon? Wie wär's, wenn du einfach dem Team die Belohnung gibst, dass deinen Freund zuerst zu dir zurückbringt? Aber ich hab doch gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Ich kenne ja schon deine Kreditkartennummer. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. Ach, und du kannst sogar unserem Team beitreten. Seinem Angebot kannst du doch unmöglich widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, mache ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Du stehst dann neben uns. Also abgemacht, Pika. Wer Raupis Kumpel zuerst rettet, gewinnt. Los, Leute, suchen wir den Bengel. Mach dir keine Sorgen, wir retten deinen Freund. Mike, gehen wir. Aber das erst in der nächsten Folge. Ne? Naja, was soll ich nur tun? Ich hab doch gar kein Geld. Und bei diesem Team Übel will ich auch nicht mitmachen. Vor die Assis. Bitte, Mike, hilf mir. Aber was sollen wir tun, Raupi? Wir sollten Mike abonnieren. Ja, finde ich auch gut. Ist eine gute Idee. Und ein Like da lassen, Leute. Aber noch ist nicht vorbei.
Noch wollen wir ein paar Leute in unser Team tun. Unter anderem Wizzle, kommst in unser Team. Ach so, das muss man hier noch gar nicht machen. Ups. Oder wollen wir jetzt wirklich ins Team tun? Was war nochmal die Fähigkeit? Ich hab's vergessen, Bro. Entschärfen. Die Genauigkeit des Pokémon kann nicht. Ah, nee, das ist. Ich will das Talent. Ach, drücken. Ah. Entschärfen. Tritt ein Teammitglied auf eine Falle für diese. Ja, weiß ich nicht. Das muss ich mir erstmal überlegen, ob ich dich doch lieber. Ob ich dich wirklich rein tue. Bei Taubsi weiß ich auch nicht. Das sieht so cool aus. Hi, Taubsi. Beliebtheit. Erhöht die Beliebtheit aller Teammitglieder und bewirkt dadurch, dass sich gegnerische Pokémon öfter dem Team erschießen wollen. Ja. Das ist doch cool. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich den wirklich reintun will, ob to be honest. Ja, das überlege ich mir noch. Und bevor wir die Folge beenden, lagern wir noch kurz ein paar Sachen. Nee, ich will nichts lagern. Ich meine, ich will was aufsammeln, abholen. Kraftbanane erhöht den Angriff seines Trägers. Okay, das können wir zum Beispiel nehmen. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Das können wir gleich wieder ablegen. Sorry. Wo ist das jetzt? Okay. Dann halt nicht. Ja, lagern wir auf jeden Fall. Nee, nicht lagern. Nee, was habe ich gemacht? Ich will abholen. Das will ich machen. Okay. Apfel. Ja, großer Apfel. Und ich will einfach sofort alles aus. Die Top-Ether können wir mitnehmen. Sinelbeere können wir jetzt gebrauchen. Das können wir gut gebrauchen. Das nicht. Die können wir alle mitnehmen. Das warum auch nicht, ne? Ja, das war's. So. Ja. Nice. Ach so, kein Platz, deshalb geht das gerade nicht. Okay. Ich bin etwas verwirrt. Es tut mir so leid. Aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Pokémon Mystery Dungeon. Ne, Snubbel? Das Schreckertum von Ginter, der hat den Goldrang. Ist das nicht irre? Ich hatte auch ein Schreckertum, oder? Was ist euer Rang? Ja, das ist nicht wichtig. Ah, okay, ich sag das aber nur ungern, ne? Aber ja, macht wirklich nicht viel her. Verglichen mit Sinter das Team kommt allerdings so ziemlich jeder schlecht weg. War schon true. Was hab ich eben gesagt? Ach, der ist nicht der Rede wert. Achso, wir verfügen über den Goldrang. Was? Ich hab auch den Goldrang? Das ist eine Rede, feier mich rein. Ich bin voll schlau, das glaub ich euch nicht. Ja, und ich hoffe, ihr habt euch diese Folge auch nicht glauben können, denn ich hab's glauben können. Wir beenden es hier. Haut rein. Tschüss.